Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no more. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Es geht heute um die 27. und 28. Schwangerschaftswoche. Das bedeutet, ich habe den 7. Schwangerschaftsmonat beendet und komme jetzt in den 8. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich mich jetzt gerade so da in diesem kleinen Bildschirm sehe, finde ich, ich sehe schon so richtig schwanger aus. Also auch wenn man mich nur so bis hier sieht, so die Brust und die Oberarme und auch so ein bisschen Bäckchen bekommen. Also es läuft mal wieder bei mir. Es ist ja wie gesagt, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, mein drittes Kind, meine dritte Schwangerschaft. Und ich war immer am Ende ein bisschen aufgeplustert. Also wenn ich meine alten Videos so sehe, meine Schwangerschaftsupdates aus der zweiten Schwangerschaft, da denke ich, Heidewitzka, war ein Schiff. Aber ich war glücklich und das ist alles, was zählt. Und auch diese Schwangerschaft, gerade jetzt so im Moment, habe ich wieder Gelüste. Und mein Bauch ist natürlich gewachsen. Ich hatte wieder so ein paar neue Symptome, die dazugekommen sind. Auch wieder Komplikationen, die dazugekommen sind. Auch wieder ein Arzttermin. Und das werde ich euch alles jetzt Stück für Stück erzählen. Und am Ende zeige ich euch natürlich auch meinen Bauch. Viel Spaß beim Video. Fangen wir mal mit dem Arzttermin an. Der war gar nicht jetzt so spektakulär. Es ist nämlich nichts Großartiges passiert. Ich hatte diesmal keinen Ultraschall dabei. Es war einfach so eine normale Vorsorge. Ich habe zusätzlich 2 Kilo zugenommen seit dem letzten Monat. Und ansonsten war eine Untersuchung. Und das war mir ja jetzt ganz wichtig, nochmal untersuchen zu lassen. Weil ich ja in den letzten, am Anfang des 7. Monats hatte ich ja eine Blutung, eine ungefährliche Blutung. Und die hatte ich in der 27. Woche nochmal. Also es ist wirklich super wenig. Ich denke, vielleicht vielen Frauen wäre die vielleicht sogar gar nicht aufgefallen, so wenig war das. Trotzdem ist man dann verunsichert, gerade wenn man das irgendwie so gar nicht kennt. Weil ich das ja, wie gesagt, in den anderen Schwangerschaften gar nicht hatte. Ich hoffe, dass trotzdem weiterhin alles gut geht. Mich würde mal interessieren, wie das vielleicht bei euch war. Ob es unter euch Frauen gibt, die öfters in der Spätschwangerschaft Blutungen hatten. Ja, obwohl die Ärzte immer sagen, da ist nichts. Und auch nach der zweiten Blutung, jetzt konnte man absolut nichts feststellen. Es ist nichts passiert am Muttermund, alles ist tippitoppi. Dann dürfen wir uns keine Sorgen machen, ne? Ich spüre richtig, richtig dolle Kindsbewegungen, die man auch teilweise von außen jetzt schon so richtig sieht. Und mein Bauch sieht sowieso sehr, also ich habe es ja leider versäumt, in den letzten Schwangerschaften immer meinen Bauchumfang zu messen, weil ich es einfach nicht so spannend fand. Aber jetzt würde ich es schon mal gern wissen. Ich finde meinen Bauch jetzt schon ganz schön dick und groß. Ich habe irgendwie das Gefühl, so sah der sonst irgendwie am Ende aus. Und dass mein Bauchnabel auch schon wieder so ein bisschen rausplöppt, jetzt schon. Was aber wahrscheinlich daran liegt, dass ich in der letzten Schwangerschaft einen Nabelbruch hatte. Also werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Und diese Kindsbewegungen, die kommen immer ganz stark abends, wenn ich zur Ruhe komme. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der kleine Kerl, der pennt den ganzen Tag. Wenn ich hier im Stress rumrödel und mit den anderen beiden Kindern bin, dann macht er sich das gemütlich. Und wenn ich dann abends hier auf der Couch liege und irgendwie Fernsehen gucke oder so, dann geht es richtig ab. Also ich habe schon zum André gesagt, wenn die anderen beiden im Bett sind, die ersten Monate haben wir dann hier den kleinen Menschen auf der Couch, der mit uns Party macht. Aber so war das bei der Bonnie auch. Also da haben wir abends den Carlo ins Bett gebracht, ganz gemütlich zusammen. Und dann bin ich nochmal mit der Bonnie raus, die ersten 3, 4 Monate. Und dann irgendwann hat das erst angefangen, dass ich die zusammen hingelegt habe und wir wirklich dann mit Babyfon ins Wohnzimmer gegangen sind. Apropos Babyfon, ich habe mir tatsächlich wieder mein altes Babyfon bestellt. Dieses absolut günstigste Babyfon auf der ganzen Welt, was ich gesehen habe. Jedenfalls mit Kamera. Ich habe euch ja mal in einem Schwangerschaftsupdate diese richtig coole
Lollipop-Kamera gezeigt, die ich mir geholt habe. Und ja, ich komme leider echt nicht damit zurecht. Das ist mir zu Hightech. Dieses Ding ist wunderschön und einfach so ein Instagram-Produkt, wo ich voll drauf reingefallen bin. Aber ja, es hat halt keinen Empfänger. Sprich, euer Empfänger ist das Handy und dann braucht ihr eine App und dann braucht ihr eine iCloud, wo die ganzen Sachen drauf gespeichert werden und Installation, und ich habe wahrscheinlich schon jetzt schon wieder alles falsch erzählt. Auf jeden Fall komme ich damit nicht klar. Ich kann das nicht, wenn das auf dem Handy ist. Ich brauche mein Handy so, wenn ich irgendwas damit machen will. Gerade abends, wenn die Kinder im Bett sind, dann checke ich natürlich eure Kommentare und alles, ne? Und wenn ich dann immer den Monitor quasi zumachen muss, um irgendwas anderes da drauf zu machen, ja, ich kann es einfach nicht. So cool dieses Ding auch aussieht, so praktisch die Kamera und so gut die Kamera auch ist, ich komme mit meinem günstigen Schrottbabyfoto viel besser klar. Und wie gesagt, das hat ja auch das Alte, hat jetzt über 3 Jahre gehalten. Es ist einfach nur der Anschluss vom Ladegerät kaputt gegangen. Machst du nix. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, ich verlinke euch das mal. Da habe ich echt, durch Zufall habe ich mich mal wieder getraut, so was Günstiges bei Amazon zu shoppen. Und ja, ganz ehrlich, 3 Jahre. Und dafür, das hat jetzt 48 gekostet, aber ich habe auch letztens gesehen, dass es für 41 Euro im Angebot war. Also sonst bekommt man eigentlich unter 100 Euro überhaupt kein Babyfon mit Kamera. Und sonst die richtig guten, die kosten irgendwie 180 oder so. Und eigentlich braucht man das nicht. Dieses Babyfon hat wirklich alles. Sogar eine Gegensprechanlage, sogar Schlaflieder. Und die Qualität der Kamera war auch immer top. Kann da nichts dran mäkeln. Vielleicht merkt ihr es auch so ein bisschen. Ich habe irgendwie wieder so neuen Schwung und neue Energie. Und mir geht es im Allgemeinen ein bisschen besser. Ich habe nicht mehr so eine ganz krasse Müdigkeit und ich schlafe auch wieder ein bisschen besser. Ab und zu klappt es auch wieder mit dem Mittagsschlaf. Und ich hoffe, dass das jetzt erstmal so bleibt. Das war ja die letzten Wochen schon so. Und ja, ich hoffe, hoffe, hoffe. Auf jeden Fall geht es nur mit meinem Stillkissen. Ansonsten wäre es unmöglich. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich voll gerülpst. Ja. Rülpsen und Sodbrennen ist auf jeden Fall an der Tagesordnung. Ich bekomme gar nicht so Sodbrennen von irgendwie Süßigkeiten oder irgendwas, sondern das Schlimmste ist Brot, wenn ich Brot esse und Nudeln. Brot und Nudeln, also Kohlenhydrate. Es ist aber jetzt nicht so schlimm, dass ich irgendwas dagegen unternehmen muss oder so. Es ist dann irgendwie ein paar Minuten oder eine halbe Stunde unangenehm und dann geht es auch wieder weg. Ich hatte wieder so einen Tag in der 28. Schwangerschaftswoche, wie ich auch schon mal hatte. Das ist aber jetzt bestimmt schon 2 Monate her, habe ich euch auch in einem Update erzählt. Es war eigentlich ein wunderschöner Tag. Wir waren im Schwimmbad mit den Kindern und es war alles perfekt. Und ich war abends zu Hause und schlagartig hat sich meine Laune... Also ich bin in ein tiefes Loch gefallen und jetzt muss ich schon wieder darüber lachen, weil das so sinnlos war. Ich hatte so schlechte Laune, aber nicht so, dass ich sauer war oder so, sondern ich war einfach tief traurig und bestürzt. Ohne Grund. Total ohne Sinn. Ich hatte keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, Fernsehen zu gucken. Mich hätte kein Essen der Welt glücklich machen können. Und ich konnte meine eigene Fresse und meine eigene Laune nicht ertragen, so dass ich einfach ins Bett gegangen bin. Ich glaube um 7:30. Kann nur an der Schwangerschaft liegen, weil so bin ich null. Null. Also jetzt muss ich wirklich schon drüber lachen, aber es war jetzt der 2. Tag in dieser Schwangerschaft, der so ähnlich ablief. Zum Glück war es nur der Abend. Keine Ahnung, was da wieder los war. Ich schieb's mal auf die Hormone. Ja. In der 27. und 28. Schwangerschaftswoche gab es ganz viel Sonne und viele schöne Unternehmungen. Und ich war mit meiner Schwester und mit meiner Mutter in der Sauna einen ganzen Tag. Und ja, ich habe es mir nochmal so ein bisschen, mal seit langem wieder gut gehen lassen. Und ich war auch schon ewig nicht mehr in der Sauna. Ich bin ja total der Saunagänger, auch schwanger. Und auch meine Kinder sind, seit die Babys sind, in die Sauna gegangen. Und das tut mir so gut. Ich habe auch das Gefühl, dass durch Sonne und Sauna auf jeden Fall auch meine Haut ein bisschen besser geworden ist. Ich habe ja
von Anfang an seit der Schwangerschaft Hautunreinheiten, die ich sonst nie habe. Und es ist jetzt, ja, ich denke, durch viele Faktoren ein bisschen besser geworden, wobei die Haut immer noch verhältnismäßig schlecht ist, aber auf jeden Fall deutlich besser geworden ist. Ich denke, das sind Faktoren von Sonne und Sauna, ist auf jeden Fall schon mal produktiv. Dann weniger Kuhmilchkonsum, habe ich euch ja letztes Mal erzählt. Und eben die Pflege. Weil ich bin wirklich jemand, ich habe mein Gesicht immer nur mit Wasser quasi gereinigt und Abschminktücher. Also Abschminktücher, Abschminken, Wasser drüber und BB-Creme drauf. So war meine Hautpflege wirklich mein Leben lang und ich hatte nie irgendwelche Probleme mit meiner Haut oder Pickel oder sonst irgendwas. Und wenn ich so bei anderen, gerade so in den Insta-Stories oder auf YouTube, so diese Hautpflegeroutine gesehen habe, die wirklich so 20 Minuten dauert oder so, habe ich mir echt immer gedacht, sag mal, habt ihr keine Hobbys oder keine Freunde? Aber jetzt kann ich es verstehen. Hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Ich pflege jetzt auch, ne? Meine Gelüste waren die komplette Schwangerschaft eher gesund, eher Obst. Ich habe immer noch richtig viel Appetit auf Fisch und auf Gurkensalat immer und mehr so auf Herzhaftes. Aber jetzt kommt so langsam wieder die Schokoladenschiene. Also ich hatte ewig kein Nutella zu Hause und jetzt hat es wieder Platz im Schrank gefunden. Das ist nicht so gut für mich und meine Bäckchen. Aber ich musste das haben. Ich hatte Bock auf Schwarzbrot mit Butter und Nutella. Ja, und das Schokomüsli ist auch gerade ganz hoch im Kurs. Trotzdem sonst immer noch die gesunden Sachen dazu. Aber es wird schon immer mehr. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt so abgeht. Ich habe noch mal im alten Mutterpass geguckt, weil ich ja wirklich 30 Kilo jeweils immer zugenommen habe in der Schwangerschaft. Und es waren bei der Bonnie in der letzten Woche, in einer Woche, 5 Kilo. Also, das muss ja Wasser gewesen sein, ne, Leute? Es waren auch über 35 Grad in dieser Woche. Also ich denke, das war Wasser, ne? Das ist mir mal aufgefallen. Ja, beim Carlo weiß ich auch nicht. Da war Februar. Das war jetzt nicht so heiß, aber so ist es. Dann habe ich ein Produkt, was ich aus dem Keller ausgegraben habe, was ich euch unbedingt noch zeigen wollte. Nur die Kinder machen Mittagsschlaf und ich, Depp, habe vergessen, es mit rauszuholen. Es liegt nämlich schon im Beistellbett. Ich gucke mal, ob ich noch ein Foto finde und ob ich es euch noch verlinken kann. Das habe ich nämlich in Bonnies Schwangerschaft gekauft. Und zwar ist es ein Babykissen. Ich glaube, die Marke nennt sich Yogo. Hatte ich euch damals auch schon gezeigt. Und zwar ist das ein Kissen extra für Babys, was in der Mitte so eine Aussparung hat, damit der Kopf sich nicht verformt. Wir hatten das nämlich beim Carlo und da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, trotz Kinder, Krankenschwester und sonst was. Der hat, also Babys neigen ja dazu, der Kopf ist sehr, sehr weich und der verformt sich sehr, sehr schnell. Also das unterschätzt man leicht. Die meisten Kinder bekommen so einen platten Hinterkopf dann, wenn die viel liegen. Das hatte der Carlo gar nicht. Der hatte den nur so schief. Mir wäre es gar nicht aufgefallen. Der Kinderärztin ist es aber zum Glück aufgefallen. Und zwar war der Kopf schief, weil er immer im Beistellbett den Kopf zu mir gedreht hat. Auch wenn er geschlafen hat, irgendwie den Geruch von mir oder die Brust gesucht hat. Deswegen lag er viel auf einer Seite und da wirkt dieses Babykissen eben so ein bisschen dagegen. Und die Bonnie hat da drauf gelegen und die hatte nie irgendwas. Auch diese, wie man so süß sagt, Liegeglatze, wenn die Kinder hier hinten so ihre Haare verlieren, weil die halt liegen und viel sich so hin und her scheuern, das kann man damit auch ein bisschen entgegenwirken. Ja, und das ist eine ganz coole Anschaffung, wo man vielleicht sonst nicht drüber nachdenkt, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Und es gibt ganz viele, gerade auf Amazon, so Babykissen, die ganz günstig sind. Und wo ich aufpassen würde, die sehen nämlich ganz komisch aus. Teilweise sind die so aus Schaumstoff oder sogar Plastik. Also bei Yogo kann ich euch ganz, ganz sicher sagen, dass das eine gute Firma ist mit sehr hochwertigen Kissen. Wir haben nämlich auch von denen noch so ein Reisekissen. Muss ich auch mal gucken, wo das ist. Und dann habt ihr vielleicht in einem Vlog von mir gesehen, dass wir einfach das unendliche Glück haben und Trip-Trap-Hochstühle zugeschickt bekommen haben. Ich kann das immer noch nicht fassen. Also diese Firma
hat mich angeschrieben und hat, ja, quasi um uns zu unterstützen, wollt ihr diese Hochstühle testen, weil ich schon mal irgendwo gesagt habe, aber ich hätte es gern einheitlich. Und ja, wir hatten irgendwie einen gefälschten Triptrap, den wir mal gebraucht gekauft haben, und einen so ein Plastik-Ding von Ikea. Und jetzt haben wir diese wunderschönen Triptraps und eben auch den einen weißen Triptrap mit einer Newborn-Schale drauf. Und ich finde das jetzt schon sowas von cool, dass der kleine Mensch dann da mit uns am Tisch sitzen kann. Und ja, es sieht einfach auch so toll aus und hat ja eine Qualität. Da sagst du nichts mehr, ne? Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag und schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.